Ich brauche das Ganze gar nicht in die Länge ziehen, weil einfach nicht viel passiert ist. Und somit willkommen zum sechsten Spieltag, zum Talk Bayern München gegen Lok Moskau. Ja, die Bayern schon nach dem vierten Spieltag durch im Achtelfinale. Lok Moskau hatte noch die Mini-Chance auf die Europa League. Dafür hätten sie aber gewinnen müssen und Salzburg musste verlieren. Das eine ist passiert, das andere nicht. Was kann man sagen? Erste Halbzeit, die Bayern drücken, sie überlegen, aber haben es nicht geschafft, die Chancen rauszuspielen. Und da kann man jetzt sicherlich sagen, ja, die Bayern haben mit einer B-Mannschaft gespielt. Sicherlich haben sie mit einer B-Mannschaft gespielt. Aber wenn man sich mal anguckt, mit was Moskau gespielt hat, das war ja wirklich das letzte Aufgebot. Also das war ja mit Biegen und Brechen gerade mal, haben die das hingekriegt, dass sie dreimal wechseln können im Spiel. Das muss man sich mal vorstellen. Die hingen am Hungertuch. Das war zusammengewürfelt, zusammengeschmissen, wie so Reste vom Essen, die du so zusammenmixst, um daraus nochmal eine ordentliche Mahlzeit herzustellen, sage ich mal. Also das war echt das letzte Aufgebot, und dass die Bayern das in der ersten Halbzeit nicht hingekriegt haben, sich wenigstens ein oder zwei Torschüsse zu erspielen, ist meiner Meinung nach schon ein bisschen traurig. Naja, zweite Halbzeit auf jeden Fall lief besser, die Bayern weiter Druckvoll, haben es dann auch mal geschafft, Bälle aufs Tor zu kriegen. Hatten ja eine der wenigen Ecken, die sie hatten, haben sie mal genutzt. Costa super reingeschlagen. Süle darfst du nicht alleine so stehen lassen. Super. Kopfball hart aufs Tor, was soll der Torwart machen? 1-0 für die Bayern. Was auch zu dem Zeitpunkt natürlich verdient war, aber denke ich auch zu erwarten war. Dann wurde es ein bisschen ruhiger, die Bayern haben sich das weiter zurechtgelegt. Halt mit dem Gegner Katz und Maus gespielt, über 70% Ballbesitz. So, und ja, dann kamen ja noch Musiala und Richard rein. Und ich glaube, davor waren auch schon Hernandez und Gnabry reingekommen, damit ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Geschwindigkeit über die Seiten kommen. Ja, dann kam ein Pass durch den Choupo-Moting, der zieht voll ab. 2-0 für die Bayern, erstes Champions League-Tor für seinen neuen Verein von Choupo-Moting. Korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ich glaube, das war sein erstes. Mehr braucht man zu dem Spiel gar nicht sagen. Das war's, das waren die Highlights. Wie fandet ihr das Spiel? Fandet ihr es auch so langweilig wie ich? Würde mich freuen. Abo da lassen, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Talk und ciao.